Servusle, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Miss Survival mit Voucher, mit unserem Nameless und mit den gackernden Hühnern, die hoffentlich heute noch mal ein bisschen Spaß haben. Es geht in die City. Bevor wir allerdings in die Stadt gehen, will ich meinen Mais einmal ernten. Ich will doch sehen, ob das hinkauen hat. So, ich drücke da jetzt mal drauf, ob der jetzt fertig ist oder nicht. Da wird schon was rauskommen. Ja, und schon mal gleich zwei Seeds direkt. Jetzt muss ich mal ganz kurz abzählen, meine Lieben. Weil die Hühner, die brauchen nämlich auch Kolben. Ich will die einmal füttern. Eins, zwei, komm, pflanz die schon mal. Hier lässt er mich nicht. Ist schon. Warte mal, warte mal. War das nur ein Seed, ne? Es war nur ein Seed. Okay, pass auf. Ich brauche noch eins, zwei, drei, vier. Okay, pass auf. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und einen, ne? Das heißt sieben Stück. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel wir rauskriegen. Sieben Stück brauche ich. Zwei. Zwei. Dann fehlen noch fünf. Bämsle. Hier kriege ich drei. Dann fehlen noch zwei. Und der Rest wird in Hühnerfutter investiert. Die ein Zweier bräuchte ich jetzt nochmal. Das sind Dreierkolben. Hier sind Zweierkolben. Das reicht ja, ne? Wenn wir das einmal voll haben, das Beet. Beim nächsten Mal ernten haben wir so viel Körner. Da kannst du ruhig ein zweites Beet dann ansetzen. So, hier habe ich meine sieben Seeds. Gießen tue ich es aber erst, wenn wir von der City zurück sind, weil das wird jetzt ewig dauern. Oh, ist das ein befriedigendes Gefühl, wenn das hier so reinsnappt. Sehr schön. Das hat geklappt. Jetzt pass auf, was brauchen wir denn für Hühnerfutter? Wir haben drei Kolben und zehn Blätter und den Mössel. Den Schmörser. Der Schmörser muss es sein fürs Hühnerfutter klein. Zupfdi-mupfdi-mu. Immerhin. Es ist zwar nicht die Menge. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es überhaupt geht. Ich habe nämlich in den Kommis gelesen, bei manchen funktioniert es gar nicht. Mit dem Hühnerfüttern. So, ansonsten hätte ich gesagt, einfach die Dinger in die Hand nehmen. Jetzt sieht man hier die Seeds, ne? Hier, so. Und dann kann man die normalerweise einfach doch dahin streuen, oder? Ich drück mal drauf. Bei mir geht's auch nicht. Also, vielleicht kann man die aber auch nicht überall hinstreuen. Ich probier's mal hier. Nee. Ich kann sie auch nicht streuen, Leute. Also im Moment jedenfalls nicht. Rechte Maus, linke Maus, E, F, Space, Enter. Wahrscheinlich alles durchprobiert, nur nicht das, was es ist, oder? Ich habe natürlich keine Ahnung, ob das grundsätzlich nicht geht. Nö, bei mir geht da nichts. Ich kann das auch nicht drehen, irgendwie noch. In der letzten Staffel hat es funktioniert, ne? Vielleicht weiß ja jemand einen Trick auch, warum das nicht geht, aber vielleicht ist es einfach nur Buggy. Ich habe keine Ahnung. Futter haben wir gemacht. Es steht jetzt auch nicht irgendwie noch was dabei. Use for free chickens. Vielleicht muss ich es auf die Hühner drauf machen. Er macht nämlich normal eine Handbewegung dazu, ne? Ich nehme mir mal, das hier hat sogar getrunken, das hier noch nicht. Ich nehme dich mal mit raus, Stückle. So. Nö. Ob Huhn oder nicht Huhn, ne? Also bei mir funktioniert es im Moment nicht. Keine Ahnung, an was es liegt. Ich hoffe, du trinkst einen Schluck. Und was ich noch probieren wollte, bevor wir jetzt dann auch wirklich losfahren, wäre einmal das hier: zwei Rot, zwei Schwarz und ein Hammer. Ich mache mir eine Namensplakette für meine Hühnchen. Zweimal rot und zweimal schwarz. Bin gespannt. Schade, dass es mit dem Füttern nicht geht. Aber die Hühnchen waren ja schon immer so ein ganz kleines bisschen. Wie vier Stück macht er da gleich? Okay. Das heißt, das Spiel sieht vor, dass man vier Hühnchen hat, ne? Ja, mal gespannt, ob das funktioniert. Vielleicht essen sie nur, wenn du ihnen einen Namen gibst. Wenn ich das Ding im Inventar habe und jetzt mal. Hast du getrunken? Nö. Change Name. Fup. Das ist ja witzig. Wenn ich ihn jetzt Nameless. Nameless das Huhn. Hier, oh, tatsächlich, guck das an. Kann ich es jetzt füttern? Nee. Keine Ahnung, Leute. Ich weiß es nicht. Kannst du sie füttern? Guck mal, auf seinem Kopf. Es zeigt es grün an, ne? Hier ist es weiß und bei ihm grün. Vielleicht außerhalb irgendwie. Er ist ja wurscht. Lassen Sie die City fahren, Leute. Ich müsste alles soweit vorbereitet haben. Essen, Trinken habe ich eingepackt. Hühnerfutter lasse ich jetzt natürlich hier. Auch wiederum zusammen mit dem Fahrstuhl ein Teil, das wir dann wohl machen
wenn irgendwann mal ein Bugfix durchläuft, ein Bugfix, das nehme ich jetzt alles mal mit, den Kolben lasse ich hier. Das war's. So, komm, wir hauen ab. Getankt haben wir. Die Werte sind so. Komm, wir essen noch mal, bevor wir gehen. Ich hoffe, dass da noch ein Stückchen Fleisch gut ist. Ah, ist alles durchgeschossen. Ist alles durchgeschossen. Dann eben hier einmal. Wenn es natürlich Mist kommt, penne ich noch mal eine Runde. Ansonsten fahren wir jetzt auf die Gefahr hin, dass uns der Nebel holt. Dahin. Nö, sieht gut aus, gell? So, meine Lieben, trinkt man eine Dosal? Genau so. Nicht? Schade, Mensch, dass es mit dem. Sind schon noch ein paar Kleinigkeiten, die nicht funzen, gell? So, hau ab. Nemi. Fahr in die City. Achtung, der Metallmann. Ah. Mein Auto fährt übrigens nicht mehr rückwärts, ne? Guck mal. Entweder habe ich. Das liegt an den Kisten, die ich gestapelt habe. Oder ich habe irgendwas geschrottet. Jetzt hoffe ich, dass wir die City überhaupt finden. Wo müssen wir denn hin? Ich glaube, wir müssen bei der Tanke rechts abfahren. Und am Banditencamp irgendwo ging es dann nochmal rechts ab, ne? Ein Ausflug in die Stadt. Die Mädels wären natürlich gerne dabei gewesen. Vielleicht sind sie aber auch dabei. Vielleicht habe ich eine kleine Überraschung einstecken heute. Seid ihr da? So, Leute. Jo, ich weiß jetzt gar nicht, ob sich da was verändert hat in der Stadt, aber ich glaube, die ist noch so, wie sie war, oder? Eine Stadt voller Loot. Das tut so gut. Pass auf, ich fahre vor der Tanke jetzt hier rechts schon mal das Wegle rein, damit uns der da hinten nicht gleich schon wieder sieht. Und dann müssen wir den zweiten noch umfahren. So, hier hast du aber noch normalerweise gesagt, immer hier gleich rechts und den Hügel runter, ohne dass Gefahr läufst, ne? Ja, hier läuft's. Guck, es geht nämlich. Du darfst nur die eine Stelle nicht erwischen. So, jetzt überlege ich gerade. War das am Banditencamp rechts ab oder die Straße runter? Ich glaube, die Straße runter erstmal, ne? Kann aber auch sein, dass ich hier rein müssen, das weiß ich nicht. Ne, hier müssen wir. Und Schuss. Boah, Alterle. Der geht mal auf die Eier, sag ich dir. So, wir müssen normalerweise über die Schienen fahren gleich. Jawohl. Alles noch so, wie ich es kannte. Warte mal, geschwind nehmen das. Der wird ja jetzt nicht hier rumschießen, oder? Aber hier ist nichts dazugekommen, so wie ich habe nichts gelesen davon, jedenfalls. Das ist alles noch versperrt, gell? Alter, irgendwann, wenn das Spiel mal fertig wird, haben wir ja eine große Map, wo dann alles zusammenkommt, ne? Das wird mit Sicherheit lustig. Wir fahren trotzdem mal kurz gucken. Nicht, dass der Tunnel da irgendwann nochmal hier rauskommt. Ne, ist zu. Achso, du kannst nicht rückwärts fahren. Ich hab's vergessen. Wie man sich an alles gewöhnt. Dann hat man halt ein Auto, das nur vorwärts kann. So, die Schnellstraße in die City. Ja, die ist noch so, wie sie war. Das heißt, ich park mal hier und baue erstmal auf, was ich noch mitgebracht habe für uns. So, Leute. Ich gehe doch nicht allein in die City. Dim, 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 dim. Wir müssen nur aufpassen, weil die laufen nämlich teilweise hier bis in den Wald rein. Ne? So. Hier baue ich mir jetzt mal Hütte hin. Ich freue mich voll. Genau, ich habe aber nur für eine kleine Hütte Material mit. Genau hier. Als Wächter der Feste. So, ich brauche 20 Bretter. Ich brauche 10 rote, 20 Nägel und den Hammer. 20 Bretter, rote, Nägel, Hammer. So, jetzt müssen wir ein bisschen die Augen aufhalten. Wenn die Banditen gleich uns vorbeischnalzen, ist es nämlich vorbei. Ich hoffe, ich bin weit genug weg und habe es ja noch nicht getriggert. Und wenn Nebel kommt, muss ich C drücken. Wir kommen wohl mit diesem Aufbau in die Nacht hinein. Das habe ich nicht so abgemessen, wie ich es wollte. Oh, Scheiße. Risiko, Fisiko. Ich gehe dann ganz schnell rein. So, kurz pennen. Das habe ich nicht berechnet, Leute. Dass wir da jetzt in die Nacht kommen. Ah ja, aber geht. In letzter Zeit kann ich voll oft durchschlafen. Seit die Base sicher ist, ne? Ah, sehr schön. Das hat schon mal hingehauen. Essen, Trinken müsste ich auch dabei haben. Wir linsen mal raus. Ist er schon tot? Nee, passt noch. Warte, man muss von da hinten irgendwo habe ich es. Machen wir erstmal die Dosen leer. So.
Machen wir als erstes mal die Dosen leer, bevor die weg sind. Dann hauen wir uns Mimchen rein und dann die zweite Dose. Ich liebe das, dass ich hier jetzt eine kleine Mini-Putze habe. Nochmal einen Schluck getrunken. So, ich habe natürlich noch mehr mit. Pass auf. Jetzt machen wir erstmal das hier kurz zur Base. Alle sollen tatsächlich hier drin wohnen. Make the space go round. Come on, Baby. Ja, guten Tag. Schön, dass ihr da seid. Wir hatten es doch letztes Mal, glaube ich, als in der City war, mittendrin irgendwo aufgebaut, ne? Wollte ich jetzt dieses Mal mir sparen. Dann habe ich natürlich für ein Bett die Materialien mit, damit hier beim nächsten Mal schlafen alle ein Plätzchen haben für sich. Lumlilum, lumlilum. Scott, mach keinen Scheiß, Bursche. Und ja, lass mich eine Runde Niggerle machen hier. Und dann habe ich natürlich für unsere Rachel auch Mats mit für den Stuhl, damit sie sich wie zu Hause fühlen kann. So. Rachel Spatzel. Das war's. Jetzt müsste das Inventar leer sein, bis auf die Sachen hier. Was habe ich denn da vorne drauf gehabt? Wahrscheinlich der Revolver. Das kann dann alles hier bleiben. Das nehmen wir jetzt mal mit, falls wir unterwegs was trinken wollen. Und da habe ich mir gedacht, das war euer kleines Täschle, ein bisschen Lootplatz haben hier. So, Scotty, ihr passt hier auf vorne, dass keiner in die City reinkommt. Und der Nameless und ich, wir gehen los. Was brauchst du denn alles, wenn du jetzt los willst? Machen wir hier oben den Loot rein. Wir müssen erstmal vorgehen. Ich muss ja erstmal gucken, ob Banditen da sind, ne? So. Fangen wir schon mal an zu säubern hier vorne ein bisschen, bis der nächste Nebel kommt. Also, wir schweifen mit unseren Äugchen hier einmal herum. Früher sind die auch hier drüben schon gelaufen damals, ne? Im Moment sieht's gut aus. Ich habe jetzt halt nicht allzu viele Schuss dabei. Aber ich speichere hier mal für den Fall, dass sie Scharfschützen installiert haben. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Aber wir hatten letztens schon mal eine Location, wo fast keiner da war, gell? Ich frage jetzt schon mal in die Runde, wie viele Banditen habt ihr in der City gehabt? Weil keiner ist dann schon ein bisschen wenig, ne? Hier war immer normalerweise schon voll viel los bei mir. Da kommt der Erste. Hier ist der Erste. Oh. Wollen wir mal gucken, ob der bis vorläuft? Hey, vielleicht läuft er vor. Vielleicht bekämpfen meine NPCs den jetzt gleich. Da kommt der Zweite angelaufen. Guck mal, guck mal. Bin ich mal gespannt. Geht in mein Haus. Unsere NPCs sind nicht so begeistert von dem her. Jetzt bin ich mal gespannt, was sie machen. Drei Stück kommen da jetzt und unsere NPCs machen nichts. Wie immer. Ich hätte mir jetzt schon gewünscht. Guck mal, das Scott sehe ich durchs Auto, aber es passiert nichts, ne? Da war doch noch einer, gell? Die sind ja krass. Oh, das sind aber viele. Das sind aber viele gerade unterwegs hier draußen, ne? Das war eigentlich einfach dicker. Habe ich noch einen Schuss drin? Weiß mal was? Oh nö. Das war's. Oh, Alter!
Täglich grüßt das Murmeltier. Zum Glück haben wir hier nochmal abgespeichert. So haben wir jetzt eine ganz reguläre Chance, nochmal alles richtig zu machen. Und weißt du was? Jetzt haben wir ja den Laufweg gesehen von denen. Dann würde ich das Bett vermoven. Machen wir es nämlich so. Vielleicht kann ich sie mit dem Revolver aus der Nähe. Dann spare ich mir nämlich hier ein bisschen Muni. Kommen sie schon? Jo, und wie viele gleich? Die werden mich aber hier durch auch erwischen, gell? Habe ich überhaupt hier viele Schüsse? Ja, doch, ich habe schon ein paar drin. Ich mach mal hier zu. So. Das wird nicht hinhauen, oder? Aus der Entfernung. Ich würde es ja mit dem Scharfschützengewehr machen, aber. Sag mal, was ist denn, wenn ich die Tür auflasse? Komm, wir probieren mal was. Spatzel, du musst weg hier, sonst wird's nichts. Dass ich sie hier, weißt du, abpasst direkt. Aber der wird mich sehen und wird hier durchs Ding schießen, oder? Sanieren, Bobbes. Ach, die Munition. Den habe ich, glaube ich, erwischt. Das ist so gar nicht mein Skill. Aber hey, ich habe mir schon mal auf jeden Fall Muni gespart vor meinem Scharfschützengewehr. Und wie sie mir mithilft. Mich haut so um. Nicht. Oh. Kommen die nächsten. Nicht jetzt wegbewegen. Oh. Du bist ein Nuss. Eine Waffe, wenn ich das mal in der Hand. Ah, das ist gar nicht unserer. Danke fürs Zumachen. Pass mal auf, wenn der kommt, Digga. Boah, Alter, die Animation ist mir noch nie aufgefallen. Aber klar, ich war ja noch nie so nah dran. Scott, ihr macht es mir echt schwer. Ja, am Eisenmann kommst du nicht vorbei. Und voll aufs Auto grotzt eigentlich, ne? Scott, da kommt der Nächste. Wenigstens das, also als Blocker ist er gut. Wenigstens das können sie. Als Tank sind sie nicht schlecht, unsere NPCs. Da kommt der Nächste. Und den kriege ich dann normalerweise. Schön hier mit dem. Sehr geil, gleich nachladen. Ich denke die ganze Zeit, das ist der Scott hier, ne? Ist er nicht, ist er nicht. Er lebt noch. Kann man entwaffnen. Nochmal, da drüben ist einer. Rachel, danke auch dir für deine Unterstützung am heutigen Tag. Ich bin sehr stolz auf euch alle. Und den will ich auch noch hier. Er hängt am Bordstein. Den nächsten. Danke fürs Zumachen. Ich glaube, das war gar nicht schlecht. Klick, klick. Kennt das noch? Hat er jetzt gerade die Waffen gestreckt? Ich dachte gerade, dass er gesehen hat, dass ich auf ihn ziele und er hat so gemacht. Okay. Ihr seid die größte Hilfe der Erde. Zum Glück habe ich euch mit. Guck mal. Die Waffen sind aber auch nicht von der besten Qualität, oder? Das ist echt gut. Das ist echt nicht schlecht. Das gefällt mir gut. Da habe ich gedacht, das wäre Scott. Ey, ich glaube, Nameless ist noch soweit fit. Gier? Nicht Gier. Ich bin so aufgeregt immer bei sowas. Ja, wir haben immer die besten Klamotten am Start. Aber wenn du mich fragst, haben wir es echt gut gemacht. Komm her, ich loot die mal durch. Einer. Zwei. Um das geht's ja hier in der City. Drei. Vier. Rachel setzt sich wieder hin. Fünf. Hier holen wir jetzt nacheinander. Ich glaube, hinten sind bestimmt noch welche. Nummer 5. Also ich finde es ein bisschen traurig, dass sie jetzt nach all der Zeit noch nicht mithelfen. Aber gut.
Das war jetzt genauso chaotisch wie mein erster Versuch, ne? Wenn du es so willst, aber es hat diesmal geklappt. Ja, guck mal, wie viele da jetzt weg sind. Wobei es echt blöd ist, dass die da so rausgelaufen kommen. Guck dir das an. Und nicht einer hat einen Apfel dabei gehabt, ne? Ich habe meinen Zucker weggeschmissen, als der Voucher kam. Okay, dann haben wir jetzt mal eine Chaosrunde. Guck mal, da liegt auch noch einer. Keiner hat einen Apfel dabei, obwohl es eigentlich so sein sollte, dass die ja droppen. So, ich steht Mosare mehr im aufgeräumt. Flur haben wir denn? Jetzt können wir bis zum Mist noch rein. Ich mache mal ganz kurz Waffencheck. Hier haben wir 6 und 2 noch in Reserve. Hier sind wir ein bisschen sparig aufgehoben. Ich nehme trotzdem alle Waffen mit rein. Hier haben wir leider auch nicht mehr allzu viel. 5 Stück, falls drin nochmal was geht. Messer nehmen wir mit für das eine Motel. Ich erinnere mich, dass da nämlich Zombies drin waren. Und den ersten Loot räume ich direkt rüber. Beziehungsweise, warte mal, das ist doch meine hier, ne? Können wir rüberräumen. Ich überlege gerade, Muni lasse ich hier, Essen tun wir rüber. Dass keiner einen Apfel dabei gehabt hat. Haben wir jetzt echt im ganzen Spiel erst einen Apfel gefunden, oder? So, meine Lieben, mehr haben wir nicht, mehr brauchen wir nicht, würde ich sagen. Ne, lass mich mal die Shotgun. Spar mal die hier auf. Wobei, mit der war ich beim Zombies nicht schlecht, dann machen wir es so rum. Ah, ich würde sagen, nee, wenn ich jetzt speichere, ist blöd, dann haben wir die Muni weg, ne? Rachel, herzlichen Dank für deine Hilfe. Auch dir, mein Süßes. Ganz großes Kino als Fighterin. Und du hast wenigstens Holz gefällt in dieser Staffel. Ich gehe mal wieder vor. Wenigstens aber, jetzt wissen wir, das ist einmal hier hingestellt, eine Hütte aufgebaut und dann kommen sie schon. So. Müssen natürlich jetzt trotzdem gucken. Das waren jetzt bestimmt 10 Stück, oder? 1, 2, 3, 4, ich muss die zählen. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Stück, falls ich niemanden übersehen habe. Naja, überleg mal. Begrüßungskomitee. So. Naja, sobald du halt einmal einen Schuss ansetzt. Und letztendlich habe ich ja auch gelesen, dass man mal die anderen Waffen benutzen soll. Ich glaube, das haben wir jetzt gemacht. Wenn auch auf eine etwas sehr unkonventionelle Art und Weise. Da drin haben wir irgendwo unsere Hütte damals gebaut, gell? Und da waren, meine ich, immer noch ab und zu ein paar zusätzlich. Und das ist das Haus, wo ich letztens gesagt habe, das gab es doch auch in der City, gell? So. Es war zombiefrei. Das loote ich jetzt nicht alles durch. Das kann man dann irgendwie. Ich habe eher Bock auf so einen Stadtbummel einfach, weißt du? Natürlich kann man trotzdem gucken, ob man irgendwas ganz Wichtiges findet, was man braucht. Bretter sind jetzt in meiner Tücher, kann ich sagen, ja. Tücher kann ich sagen, ja. Das sieht nach Nebel aus. Ne, die Scheiben, rote Komponenten können wir mitnehmen. Die Droschka geht leider nicht. Die ging schon im anderen Haus nicht. Ja, wie gesagt, ich loot jetzt machen. Wir sind ja nicht zur Lootrunde da. Ich will einfach die City nochmal auf mich wirken lassen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das, was ich eigentlich wollte in der Stadt, das ist jetzt schon passiert. Die Action mit den Banditen nochmal erleben. Batterie ist natürlich cool. Und hier war doch auch ein Motor damals unten bei uns, gell? Als wir das letzte Mal hier waren. Ich hätte übrigens hier auch nochmal von den Zombies welche reingemacht. Ja, ist genau dasselbe Haus, 1 zu 1. Nur vom Loot her natürlich random wahrscheinlich. Oh, schön. Das habe ich nämlich tatsächlich auch vergessen. Equip. Tausche ich mal um, falls uns noch jemand überrascht. Kiste kann man natürlich dann mitnehmen, wenn man will. Da müsste aber eigentlich auch noch der Spind hier unten irgendwo stehen, gell? Gucken wir mal. Müsste doch der Spind auch noch hier irgendwo sein. Da hinten war das, glaube ich. Nee, da ist aber der Motor, siehst du? Tatsächlich. Sind wir denn damals sogar extra wegen dem Motor in die Stadt, weil ich in der Staffel so viele Autos gebraucht habe? Also hier hat man ein Dings zum Rausholen. Ich hätte schon gern, dass da noch ein Spind unten war. Aber die Kiste kann man ja dann später holen. Dann hat man die wenigstens. Bretter, ja, ist gut.
Dann haben wir hier Flaschen, da haben wir mittlerweile alles. Das kann man ja alles dann looten. Wie gesagt, ich bin nicht ganz so verrückt aufs Looten gerade. Dann haben wir ein T-Shirt. Ich will noch ein bisschen die Stadt erkunden. Equip. Das ist ein gutes Shirt, Leute. Das ist ein gutes. Ein Sprungshirt. Okay, das hat sich aufgelöst. Das liegt jetzt wieder irgendwo wahrscheinlich in der grünen Kiste unten, ne? Ja, die kleinen Bugs, so ist es halt. So, komm ab in die City. Dafür sind wir da. Da ist dieses Motel, glaube ich, wo die Zombies drin sind. Banditen sehe ich keine mehr. Was aber nichts heißt. Okay, hier ist nichts. Hier war, glaube ich, die Zombies immer drin. Wenn ich das noch richtig weiß. Da oder nebendran? Dann war es nebendran. Das war jetzt aufregend, Falle. Nö. Oh. Da ist einer gerannt. Was ist da gerannt? War das ein Bandit? Oder ein Zombie? Und wo ist er hin? Ah ja, hier waren auch welche normal, ne? Oben drin, hinter dem Gebäude oben, glaube ich. Und da haben wir schon uns aufgehalten hier, das weiß ich noch. Hier waren wir drin damals. Das ist die Parallelstraße. Da vorne, da müssen wir auch noch kurz gucken, weil da waren auch schon mal welche. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die ganze Stadt, alles was an Banditen da ist, dass die hier vorgeschnalzt sind heute. War aber nur ein Gefühl, ne? Das war nur ein Gefühl, Alter. Ich nehme nicht an, dass der allein ist. Noch dazwischen. Ist der da alleine oder war das denn ihr Lager? Sollen wir es probieren? Der ist tot, ne? Der hängt jetzt da an der Wand rum. Für den Fall, dass noch einer da ist. Den hat's da eingeklemmt. Heute ist ein eher lustiger Stadtausflug, oder? Er hat die Hand durch die Scheibe gestreckt. Hilft's mal raus! Hilft's mal raus! Ein Riegel hat er dabei gehabt, das war eigentlich lieber. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Das sind noch mehr, das sind noch irgendwo welche. Ich glaube nicht, dass wir schon alle haben. Dann der wäre auch vorgekommen, glaube ich. Ich glaube, der wäre auch vorgekommen, wenn der nicht klemmen würde. Gehen wir mal hoch. Hier oben war doch das mit den coolen Ledersitzen, oder? Ja, da können sie noch ein bisschen dran schaffen an der KI. Wobei, vom Zielen her will man ja gar nichts sagen, ne?
Ja, jetzt kannst du natürlich hier die City, wenn sie sauber ist, einmal komplett durchluden, das Auto vollstopfen mit Zeug. Guck dir das an. Haben wir mindestens mal wieder für mindestens 30 Tage Futter. Dachte gerade, ich habe was Neues entdeckt, der Kochtopf. Lass uns mal kurz über das Feld gucken hier. Sieht aus, als wäre alles soweit leer. Da hinten kann natürlich sein, dass da noch welche sind. Da gehen wir jetzt auch gleich gucken. Hier nochmal kurz rausglinst. Aber hat an der Stadt nichts gemacht, gell? Das sieht noch so aus, wie ich es kenne. Ich erinnere mich sogar an diese Gebäude zum Teil noch richtig gut. So, auf Wiedersehen. Nimm mal die Kiste hier in die Hand, weil... Sollte ich gerade sagen, da steht noch ein Auto und da hinten läuft einer. Aber das sind wir. Das ist unser Scout. Was? Poly Pixel Team. Thank you. Was? Thank you, your continued support. Bitteschön, wir kommen gerne wieder. Wir kommen gerne wieder. Hat es der Rati da drauf geschrieben wahrscheinlich, gell? So. Ja, guck dir das an. Da fahrt's Zeugs rum, ist teure. Da da di da 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 da. Sie sahen blau aus. Oh, guck mal, schön. Das ist ja Wunderbärchen. Nani, nani. Nee, oder? Jetzt habe ich sie ohne Shift-Klick gemacht, sind sie trotzdem weg. War das hier eine Treppe nach oben? Nee. Da hinten ist die Treppe nach oben und da sind, glaube ich, auch die Zombos. Da geht ja nichts, gell? Doch, da geht auch was. Ja, die City ist halt schon eine Nummerle. Schön, dass es sowas gibt. Ein vierter NPC wäre jetzt natürlich gesagt, die brauche ich nicht im Bild, ich benutze den ja nicht. So Sachen nehmen wir natürlich mit oder sowas hier. Schmalzig Bügel da. Kann man da auch raus? Ja, da kommen wir auch raus. Alles klar. Erschrocken bin ich trotzdem kurz. Ich will nur mal schauen, ob das noch stimmt mit den Zombies, die ich in Erinnerung hatte. Ja. Die Zecke, oder? Wie ich sie halt hasse. Dafür, dass man sie nicht einfach kriegt. Gibt's doch nicht. Und der hört schlecht, ne? Guck mal, wie viel Tapeband jetzt mittlerweile hier überall rumliegt. Aufnehmen, oder? Nee, erwische ich nicht. So, Freunde, wenigstens wusste ich, dass ihr hier drin seid. Von da drüben weiß ich nimmer viel. Muni, Handgun. Metals-Schrott. Kisten. Ja, da müssten wir jetzt aber akribisch durchgehen. Ne? Normalerweise, wir haben ja vorne eine Schlafhütte. Könntest du jetzt wirklich alles einmal auspacken? Ich werde mit Sicherheit schon zweimal zum Auto. So viel Loot gibt es hier überall. Hellhörig bin ich trotzdem. Ich habe nämlich das Gefühl, dass dann immer noch mindestens ein Bandit irgendwo rumsaust. So. Das ist die geilste Straße hier von dem ganzen Ding, finde ich. Die hier, dieses Gebäude. Das finde ich unheimlich cool. Hinten war da auch noch eine Tanke, gell? Okay, da ist nichts. Da waren wir jetzt aber auch schon drin, oder? Ja, siehst du, ich war zwar drin, glaube ich. Das sind die Handschuhe, die ich vorhin gesucht habe. So. Müssen wir ein bisschen aufpassen, weil wenn noch welche sind, sind sie hier in dem Straßenzug. Kann ja sein, dass sie hinten rausgelaufen sind. Ne? Aber irgendwie ist die KI so gesteuert, dass die sich gegenseitig folgen irgendwie. Ne? Auf jeden Fall waren sie alle vorne. Nee, das Gebäude ist noch nicht mit Loot bestückt. Ja,
Ja, aber super, dass er die Stadt drin hat. Mal gespannt, wenn das alles irgendwann fertig ist, wie es dann abgeht. Macht ja jetzt schon Laune ohne Ende, ne? Und hier zwischen den Häusern rumrennen ist halt schon eine Geschichte. Waren da nochmal Zombies? Ja, hier sind nochmal Zombies drin. Gegenüber wahrscheinlich. Und eine Tankstelle. Und die Kirche, da weiß ich jetzt aber auch nicht. Und hier könntest du jetzt auch Benzin nochmal abzapfen. Was mich jetzt aber mehr interessiert, ist diese Kirche da. Die erinnere ich mich nämlich kaum. Eine Kapelle war aber schon immer da, gell? Aber man konnte nie rein. Da ist die Tanke. Nee. Ja, und hier das Brett. Doch, die Kapelle war schon immer, aber wir konnten nicht rein. Damals nicht und heute leider halt auch nicht. Schade. Na gut. Und was ist mit dem Gemeindezentrum hier? Ist auch dicht. Wieso renne ich eigentlich mit einer Waffe im Anschlag rum, die gar keine Munition mehr hat? Weil ich es kann wahrscheinlich, oder? Warte mal, nee, 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 nee. Wo ist denn dein... Wenn sie leer ist, ist sie leer. Bringt mir dann alles nichts, ne? Machen wir mal die hier voll. Tanke, gehen wir kurz gucken, oder? Dim, 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 dim. Sehr gezielte Auswahl heute. Ich kann natürlich hier akribischer looten, aber haben wir ja irgendwie gefühlt erst gemacht, wenn ihr mich fragt. Und deswegen nehme ich jetzt gerade mal so grob ein bisschen Zeugs mit, gucke überall nochmal rein. Hier ist sie anders eingerichtet wie bei uns daheim, die Tanke. Jo, hier geht's weiter mit Loot. Ja, da gehört normalerweise wirklich das Auto gerichtet. Mit ganz, ganz viel Spins drauf. Alles, was du so mitnehmen kannst. Und dann kannst du hier für einige Ingame-Tage Zeugs holen. Wobei ich ganz ehrlich bin, bei Materialbesorgen bin ich echt mit dem Hammer am liebsten unterwegs. Den können wir mitnehmen, wenn ich ihn krieg. Dass die NPCs nicht mitgekämpft haben, ne? Aber geblockt haben sie. Will mich ja gar nicht beschweren. Jo, so meine Lieben. Was war das? Sah kurz aus wie eine Figur. Ich würde sagen, wir bringen unser Loot ans Auto. Und was für mich jetzt halt unheimlich schade ist, dass wir die Fahrstuhlgeschichte nicht machen konnten wegen der verbuggten Quest. Ich nehme an, dass da früher oder später ein Hotfix kommen wird. Batterie braucht man nicht, oder? Und wenn das soweit ist und das repariert ist und das heißt, wir können die jetzt machen. Dann würde ich das im Stream nochmal nachträglich mit euch erledigen. Ne? Entweder schiebe ich eine Folge nach oder wir hocken uns nochmal gemütlich zusammen. Je nachdem, was das bedeutet, das nochmal machen zu müssen. Kann ja sein, man muss alle Banditen nochmal befreien. Dann kann es gut sein, dass ich einen Stream anschmeiße und wir uns mal einen Abend gönnen. So, siehst du, jetzt bin ich schon voll. Wir könnten jetzt natürlich auch mit dem Auto reinfahren. Ja, es war doch super, ein schöner Abschluss, ein bisschen chaotisch. Wir haben nochmal viel gesehen. Hier müssen wir nochmal jede Ecke durchsuchen. Und das Gebäude interessiert mich noch, weil das war bisher immer tot. Dieses hier und da drüben dieses. Aber die sind immer noch unbegehbar, oder? Ja, da geht nichts. Irgendwann werden die aber. Ach, da war der. Also heute kannst du eigentlich dich nicht. Alter, ist ja schon fast ein bisschen creepy jetzt hier mit euch. Wir können uns unsichtbar machen. Erst seit dem Patch Watcher. Ihr merkt so am Dings, gell? Okay, ich bin halt vollgestopft gerade. Das war jetzt creepy, das war fast ein bisschen wie Visage.
Ob sie nochmal spawnen? Ja, guck mal, hier fehlt auch die Einrichtung schon wieder. Ich gehe trotzdem durch. Den brauchen wir nicht, haben wir schon voll. Hier wäre dann auch nochmal der Revolver Nummer 2, ne? Nehmen wir natürlich mit. Den kann ich dann nicht liegen lassen, komischerweise, ne? Die Galle. Habt ihr echt toll gemacht. Schöne Vorführung. Hätte nicht gedacht, dass es mit euch heute noch so spaßig wird. Ja, ich bin halt knallevoll. Aber guck mal, wenn du allein das Gebäude jetzt mal nimmst. Kurz rein. Taschen voll, oder? Au. Oh, das wusste ich nicht. Ist da was drin? Ja, da hinten liegt auch noch mal ein bisschen Zeugs, aber das brauche ich jetzt, ne? So, meine Lieben, dann würde ich sagen, wir machen an der Stelle einen Haken an die Staffel. Wir haben soweit alles gesehen, was möglich war. Was leider nicht geklappt hat, bleibt offen. Kann ja die Bugs jetzt auch nicht zurückdrehen. Aber wie gesagt, wenn dann Fix kommt, würde ich es mir unheimlich gerne anschauen mit dem Fahrstuhl nochmal. Und auch die Apfelquest hätte ich gerne erledigt. Aber jetzt haben wir ja wirklich einen Haufen NPCs noch geschossen und nicht einer hat einen Apfel dabei. Ja, ansonsten, Mist bleibt natürlich weiterhin bei mir auf Beobachten. Das ist ein Spiel, das mir sehr gut gefällt. Und so, ja, ich brauche ab und zu einfach mal Runde Mist, ne? Sehr schöne Runde war das jetzt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Haufen Loot liegt jetzt hier rum. Genau, was soll ich länger schwallern, meine Lieben? Wie gesagt, falls jetzt hier ein Fix kommt, ich hoffe es natürlich, dann würde ich uns zum Stream irgendwie mal Mittwochabend oder so einrichten und dann können wir ganz gemütlich hier nochmal eine Runde drehen. Ansonsten bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen, für unsere vierte Runde Mist. Hat sehr viel Spaß gemacht, wie immer. Ich spiele es natürlich immer auf eine andere Art wie viele, aber ich habe die gleiche Laune wahrscheinlich dabei. Genau, das soll es gewesen sein. Warte mal, das muss ich jetzt kurz angucken. Ich schmeiße das einfach mal jetzt blind rüber. Ah, ich habe schon wieder rausgedroppt. Das hat der Bandit fallen lassen. Komm mal her, fahr mal kurz einen Meter vor. Der gegen das Auto geschmissen ist, ne? Hier, guck mal. Eine kaputte Waffe hat er noch gehabt. Schokolade und Antibiotika. Danke fürs Mithelfen. Danke fürs Mithelfen. So, bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Herzlichen Dank.